Zurück zu den Wurzeln. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit. Für dich, für deinen Verein und für einige Fragen, auf die heute viele Vereinsvertreter eine Antwort finden müssen. Wenn wir uns die meisten Vereine anschauen, dann sehen wir, dass es einige vergleichbare Symptome gibt. Wer übernimmt ehrenamtliche Aufgaben im Verein? Gibt es genügend ausgebildete Trainer? Können wir für jedes Spiel einen Schiedsrichter stellen? Melden sich genügend Eltern für den Fahrdienst? Wer hilft in der Vereinsgaststätte aus? Hast du öfter den Eindruck, deine Bemühungen verlaufen im Sande? Trotz allem schaffen wir es dann doch. Irgendwie. Das stresst nicht nur, sondern ist auf die Dauer auch ungesund. In diesem kurzen Film möchten wir zeigen, wie es deinem Verein besser gehen kann. Es geht nicht um die Symptome, sondern um grundlegend neue Lösungsansätze. Viele Clubs wurden vor langer, langer Zeit und unter völlig anderen Bedingungen als heute gegründet. Damals ging das gesamte Dorf sonntags in die Kirche. Der Lehrer war für alle eine Respektsperson und der Polizist hatte absolute Autorität. Damals bestand ein Verein aus Leuten, die sich gut kannten, eng verbunden waren. Kein Mensch klagte über zu viel Arbeit, denn es ging ja um den eigenen Verein, ihren Verein. Man engagierte sich nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es Freude bereitet. Selbstverständlich erschienen alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung, um über wichtige Fragen abzustimmen. Echte Demokratie im Kleinformat. Wer heute Vereinsmitglied wird, tut dies mit weitaus weniger Sinn für persönliches Engagement. In einer individualisierten Gesellschaft zählen Teilhabe und Gemeinschaft weniger als früher. Dafür gibt es nun verschiedenste Motive der Mitgliedschaft. Unsere Freizeit können wir auf so verschiedene Art und Weise gestalten, dass das Vereinsleben zu einer Option von vielen geworden ist. Versuche mal, in den Schulferien oder über ein langes Wochenende eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Anders gesagt, wenn wir weniger Freizeit verfügbar haben und das Verhältnis der Mitglieder untereinander anonymer wird, ist es immer schwerer, ehrenamtliche Helfer zu finden. Die typische Antwort auf die Bitte, kannst du etwas für den Verein tun, ist Ehrenamt? Ich? Dafür habe ich leider keine Zeit. Und wenn, dann muss es nach meinem Zeitplan gehen. Die Folge? Es werden immer weniger, die sich engagieren. Und wenn nur noch eine Handvoll Leute zu den Sitzungen und Versammlungen kommt, ist es auch mit der Vereinsdemokratie nicht mehr weit her. Gleichzeitig wachsen die Ansprüche und Erwartungen an den Verein. Sie sehen sich weniger als Mitglieder, sondern als Kunden. Spätestens da gerät der ursprüngliche Sinn eines Vereins ins Hintertreffen. Um die Lösung dieser Probleme bemühen sich Vereinsvorstände Land auf, Land ab. Vor der Überlegung, wie man vorgehen soll und welche Möglichkeiten es gibt, sollte sich jeder Vorstand mit drei Grundfragen befassen. Strategie: Welche Art Verein wollen wir sein? Wo soll die Reise hingehen? Struktur: Wer übernimmt welche Aufgaben? Haben wir die richtige Struktur? Und Vereinskultur: Wie gehen wir miteinander um? Welche klassischen Verhaltensmuster gibt es? Wie schaffen wir ein starkes Gefühl des Miteinander? Die richtige Balance zwischen diesen Aspekten zu finden, das ist die Hauptaufgabe für den Vorstand. Für die Schaffung von praxisnahen Vereinsstrukturen ist schon viel Zeit und Mühe investiert worden, unter anderem über Schulungen, Seminare und Vereinsberatung vor Ort. Auch in Sachen Strategie wird immer häufiger diskutiert. Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Das ist alles gut und richtig, aber viel zu oft wird die Vereinskultur übersehen, obwohl genau die einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg sein kann. Denn ein Fußballverein ist keine Firma. Was ihn einzigartig macht, ist gerade nicht die formelle, sondern die informelle, die menschliche Seite. Bei allem Respekt vor der Leistung, professionell zu arbeiten, laufen wir nicht Gefahr, das Herzstück eines Vereins zu übersehen? Ein Verein bringt Menschen zusammen, die gemeinsam etwas leisten und Erfolg haben wollen. Das klingt zunächst nach Binsenweisheit. Tun wir nicht schon alles, um es den Mitgliedern recht zu machen? Trainieren, wann ich es will, 4 Spiele im Monat, neue Bälle, geschulte Schiedsrichter, saubere Duschen, gute Trainer, kein Stress mit Papierkram und Verwaltung. Wollten wir nicht höhere Mitgliederzahlen, sollte der Verein nicht weiter wachsen? Aber noch einmal, ein Fußballverein ist keine Firma,
kein Unternehmen und auch kein Supermarkt, wo Kunden sich das nehmen, was sie wollen und an der Kasse bezahlen. Bei uns bekommen sie alles, was sie brauchen. Ist das unser Motto? Nein. Ein Verein ist eine Gemeinschaft, in der alle für ein gemeinsames Ziel arbeiten. Jedes Mitglied hilft und tut das, was er oder sie kann. Das bedeutet, dass wir das Kulturelle weitaus höher bewerten sollten. Das ist weder Hexenwerk noch höhere Mathematik. Vielmehr zählen die kleinen Details im menschlichen Umgang. Erfolgreiche Vereinsvorstände wissen das. Sie kümmern sich um ihre Menschen, loben deren Leistungen, bauen Kontakte und Beziehungen auf. So blühen Menschen auf, so bekommen sie das Gefühl, wir gehören dazu. Und dadurch wächst wiederum ihre Bereitschaft, mehr zu tun. Und das wollen wir doch alle. Alle Forschungsergebnisse im Bereich Ehrenamt zeigen, dass Menschen absolut bereit sind, sich zu engagieren, wenn man sie denn fragt. Und besonders, wenn sie für diejenigen, die sie fragen, etwas übrig haben, sie persönlich kennen und wertschätzen. Sollten wir das nicht viel besser nutzen? Aber wenn wir zurückblicken, ging es bisher nicht zu oft nur um strukturelle Fragen? Und ist es nicht Zeit für einen weiteren Ansatz? Anstatt nur die Symptome zu bekämpfen, könnten du und deine Kollegen sich um das Wichtigste kümmern. Die Mitglieder. Mach aus deinem Verein eine wirkliche Gemeinschaft, in der sich alle wohlfühlen. Wenn das erst erreicht ist, regelt sich vieles fast von alleine. Man braucht allerdings etwas Zeit. Mit der richtigen Strategie fängt es an. Legt zusammen fest, so eine Art Verein wollen wir sein. Macht aus Einzelmitgliedern eine starke Gemeinschaft, wo alle einen Beitrag leisten können, ja wollen. Und wo das Motto Fußball miteinander, füreinander aktiv gelebt wird. Klar, dafür braucht es eine gute Organisation. Und einen Verein, der all diese Beiträge auch zu nutzen weiß. Die gute Nachricht? Es gibt sie. Ihr müsst sie nur sehen. Stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Gut und erfolgreich geleitete Vereine schauen in erster Linie darauf, wer ihre Mitglieder sind, wie sie miteinander umgehen und wie sie gefördert werden können, wo sie sich engagieren und welche Beiträge sie leisten können. Sie sind der Verein. Das ist eine tolle Energiereserve, die jeder Verein hat. Sie muss nur sinnvoll genutzt werden. Nun denkst du vielleicht, was soll ich denn noch tun? Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern darum, was man anders machen kann. Sieh dich als vertrauensvolle Führungsperson, als Regisseur, der mit den Menschen spricht und Kontakte herstellt, der positives Denken ausstrahlt, seinem Umfeld Wertschätzung entgegenbringt, Verständnis für andere Meinungen hat, vor allem aber ein Klima von Loyalität und Engagement schafft. Das klingt einfach, aber darum geht es im Kern. Was bekommst du dafür zurück? Mehr Spaß, mehr Miteinander, ein starkes Vereinsleben. Also genau das, was alle wollen. Und wenn du dich selbst in einer solchen Führungsrolle gar nicht siehst, dann gibt es bestimmt jemanden im Verein, der dir helfen kann. Leute mit Ideen, mit Begeisterung und dem Talent, für Probleme die richtigen Lösungen zu finden. Schau dich um. Sie stehen oft dicht vor deiner Nase. Finde heraus, auf welche Leute du bauen kannst und nutze deren Energie. Dafür braucht es Zeit und Geduld. Nicht immer klappt alles sofort, aber bleib positiv. Bringt den Ball ins Rollen, wir begleiten euren Verein. Zurück zu den Wurzeln.